Da draußen ist der einsame Wanderer. Ich platze schon wieder, wenn ich das lese. Ne? Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das Thumbnail betitle. Ob ich sage, wenn der Post- oder der Paketbote zweimal klingelt. Oder ob ich schon wieder Bulgaren nehme in den Titel. Denn ihr ahnt schon, in welche Richtung es geht. Aber gucken wir mal rein. Worum geht's hier? Das Ding ist übrigens von 23, muss man dazu sagen. Aber Paketboten vergewaltigen Mädchen 12 im Lieferwagen. Da kommt der Paketbote und rippt deine Tochter. Das musst du dir mal vorstellen, ey. Das ist wirklich, es kann dich wirklich überall erwischen. Das ist unglaublich. Lass du mal so anbei. Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz. Es passiert ungezählte Male täglich in Deutschland. Nein, nein, es ist nicht die Massenvergewaltigung oder die Messerstecherei gemeint an der Stelle. Falls ihr das gedacht habt, es geht um den Paketboten, der klingelt. Missverständnisse sind da natürlich. Klar, aber es geht um den Paketboten. Er liefert Post ab und geht wieder. Doch im Oktober 2023 in Freilaubersheim, ca. 1100 Einwohner in Rheinland-Pfalz, verlief dieser normale Auslieferungsprozess furchtbar anders. Er endete in der Vergewaltigung eines Mädchens 12. Die nehmen wirklich alles, was nicht mehr drauf den Bäumen ist, die Jungs, ne? Das ist wirklich auch so, wo normaler Mann sagen würde, das ist ein Kind. Aber für die reicht's halt, ne? Das sagt auch wieder was über das Frauenbild aus, glaube ich. Und die Hemmung und die Moralität. Aber egal. Ich sage schon wieder die, aber ich habe einen Grund dafür, denn den mutmaßlichen Tätern 20 und 21 wird seit Dienstag im Saal 7 des Landgerichts Bad Kreuznach der Prozess gemacht. Sie sind bulgarische Cousins aus Neunkirchen im Saarland. Der 21-jährige Angeklagte ist wegen eines verbotenen Autorennens bereits vorbestraft. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft. Also wenn da nicht Bulgare beigestanden hätte, ja, allein wegen des Autorennens hätte ich dann schon wieder was im Kopf gehabt. So, und jetzt sind es schon wieder Bulgaren. Ihr erinnert euch, ich habe das x-mal in der Zeit aufgebracht, weil hier überall auf einmal immer stand, die Täter sind Bulgaren. Und mir das so auffällig vorkam. Und jetzt kommt es mir noch auffälliger vor. So langsam glaube ich, dass Bulgaren eine Kodierung ist, wie in anderen Ländern, irgendwie Westasiaten oder sowas, ja? Womit man eigentlich den eigentlichen Täterkreis deckelt. Ich glaube langsam, die verarschen uns nach Strich und Faden, wenn die hier Bulgarisch schreiben. Denn ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir auf einmal eine Spitze in der Zuwanderung gehabt hätten bei Bulgaren und die so überrepräsentiert wären. Ja, und der normale Bulgare hat, glaube ich, auch nicht so ein frauenverachtendes Bild wie das anderer Ethnien oder Religiositäten, die sowas tun würden. Also mir kommt das komisch vor. Vielleicht weiß da ja jemand mehr, der vielleicht irgendwo im Pressebereich arbeitet oder so. Aber das ist für mich, ja, bin ich mir jetzt ziemlich sicher, das ist ein vielleicht verordnetes oder freiwilliges Wording. Ja, das was anderes verschleiern soll. Das denke ich. Gut, die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Praktikanten eines Paketdienstes vor, Praktikanten, das Kind in ihrem Lieferwagen sexuell missbraucht zu haben. Sie sollen Mitte Oktober einer Mutter und ihrer Tochter ein Päckchen ausgeliefert haben. Schon an der Haustür habe der 21-Jährige dem Mädchen flirtende Blicke zugeworfen, so die Anklage. Ja, was ist bei dir kaputt, Alter, wenn du mit der 13-Jährigen was haben willst? Also, oder mit der 12-Jährigen, ne? Das ist schon. Ja, okay. Aber, sind das Bulgaren, die vielleicht da durchgereist sind durch Bulgarien und Flüchtlinge aus Bulgarien dann sind? Oder wie läuft das hier vielleicht? Das ist nur so eine Vermutung von mir. Kurz darauf traf man wieder aufeinander. Das Mädchen ging mit seinem Hund Gassi. Alter, das Leben hat auch manchmal einen echten Pechfaktor, ne? Der Paketbote folgte ihr mit seinem Wagen. Alter, sprach sie an, fragte nach ihrem Alter und ob sie schon mal Sex gehabt habe. Hammer. Was sind das für Typen, ey? Das Kind sagt, sie sei 13 und für Sex sei sie noch zu jung. Wenn sie 12 war, warum hat sie 13 gesagt? Böse Zungen würden jetzt natürlich hier ein Interesse des Mädchens unterschieben. Ne? Also ich will dich gar nicht. Ich stelle nur die Frage, ich kann es auch nicht sagen. Vielleicht wollte sie älter wirken, weil sie Angst hatte. Was weiß ich, keine Ahnung, ja? Fällt mir aber halt auf, weil hier oben steht 12. Ja, gut. Warum auch immer. Trotzdem stieg sie laut Anklage nach zu dem Angeklagten ins Auto, glaubte, er wolle sie nach Hause bringen. Kann man so ultra naiv sein? Da kommt ein fremder Typ, ein Paketbote, fragt mich, ob ich Sex gehabt habe, schon mal, und ob ich mitnehmen kann. Alter, mal ganz ehrlich. Also, wer es da nicht merkt, ne?
Also wie gesagt, wenn jetzt Leute bösartig hier eine Interpretation reinschieben würden, wie vielleicht wollte sie es ja oder so. Naja, wenn da Leute drauf gehen, okay, würde ich dann fast schon nachvollziehen können. Das würde ich überhaupt nicht unterstellen oder so, gar nicht, ne? Aber ist schon irgendwie alles sehr strange, finde ich. Aber trotzdem ist ja auch egal. Macht man trotzdem nicht. Fertig. Ist einfach so, ja. Punkt. Also von daher, ich habe hier mal die Unschuldsvermutung und denke, sie war naiv. Und ja, hat das bitter bezahlen müssen. Also. Gut, doch die Fahrt endete auf einem Schotterweg. Eingeschüchtert kletterte die Schülerin in den Laderaum. Der Fahrer rief seinen Cousin per Handy herbei. Sie ist eingeschüchtert in den Laderaum geklettert? Das ist alles eine ganz komische Story irgendwie, finde ich. So, weiß ich nicht. Dann begann das Martyrium. Zunächst soll der Ältere der beiden versucht haben, das Mädchen zu vergewaltigen. Ließ von ihr ab, als sein Cousin dazu stieß. Der 20-Jährige wiederum soll dann das Mädchen zum Anal- und Oralverkehr gezwungen haben. Alter, ey, was für Bestien. Und dann, vor allem, dann ruft er noch einen an, ne? Also, was das für eine Bösartigkeit ist. Das ist eben, ich sag mal so hart, das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied. Vielleicht zu manchem anderen, vielleicht auch zu einem deutschen Triebtäter. Der macht das vielleicht ein bisschen so affektmäßig, vielleicht manchmal. Also auch nicht immer, ne? Ich will das hier nur als ein Beispiel nehmen. Ich möchte hier nichts verharmlosen, gar nicht. Aber das hier hat natürlich nochmal eine krassere Dimension der Bösartigkeit und der Planung, wenn man dann noch für einen Anruf, der dazukommt. Und es wird noch schlimmer, sein Komplize filmte die Vergewaltigung. Das heißt, hier ist nochmal eine extreme Bösartigkeit dabei. Und auch eine extreme Form von, ich fühle mich total sicher. Das kommt mir total normal vor, sowas zu tun. Das ist heftig. Das Opfer vertraut sich später seiner Mutter und einer Internetbekanntschaft an. So kamen die Ermittlungen ins Rollen. Eine öffentliche Fahndung nach den Tätern oder eine Bekanntgabe der Tat durch die Polizei gab es damals nicht. Ach, interessant. Eine entsprechende Polizeidirektion zu bilden, dazu gab es keinen Grund. Die Tatverdächtigen waren schnell ermittelt und die Persönlichkeitsrechte des Opfers galt es zu wahren. Der Prozess wird fortgesetzt. Nein, wir müssen sowas ja auch nicht wissen, ne? Es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie für die Öffentlichkeit wichtig wäre, wenn die Mädels hier vom Paketboten vergewaltigt werden, die Kinder. Ist ja nicht wichtig, muss man ja nicht drüber berichten, ne? Muss man ja nicht. Also, in Anführungsstrichen, vielleicht überspitze ich das, das ist ein bisschen hart, aber gut, dass es keine Fahndung gab, ist, muss ich fairerweise wieder auch sagen. Öffentliche Fahndung ist natürlich was anderes als eine Presseberichterstattung. Das muss ich jetzt differenzieren hier. Aber eine Bekanntgabe der Tat durch die Polizei, ne, das ist schon was, wo ich gesagt hätte, doch, das hätte man trotzdem veröffentlichen können. Aber ja, ein Schelm, der Böses dabei denkt, das wirkt doch alles so ein bisschen komisch, die ganze Story. Vielleicht hat das hier auch was mit einer sozial schwachen Familie zu tun. Ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz geht's nicht so. Herrgott nochmal, es geht nicht. Kannst du nicht machen. Du kannst nicht einfach hingehen und ein Mädel vergewaltigen im Lieferwagen und noch wen anrufen und das filmen. Das geht nicht. Und wenn ich hier Bulgaren lese, dann bin ich ganz sicher, wir werden hier an irgendeiner Stelle mächtig verarscht. Und damit ihr das wisst, mache ich das. Also bitte teilt das hier, teilt das Video, gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da. Ich baue nämlich schon wieder ab. Und ich würde gern wissen, ob sich was ändert, wenn mehr Leute es wissen, diese Dinge, die sie sonst nicht mitbekommen. Und dementsprechend geht das nur, wenn ihr es kräftig teilt und wir die Welt so ein bisschen ja, informieren, in der Hoffnung, dass die irgendwie mal den Hintern hochkriegen und sagen, nee, wir müssen das ändern. Das war's von mir heute. Wir sehen uns bald wieder. Auf bald. Macht's gut.